So, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Zelda the Wind Waker. Wir sind noch im Bohnenhain. Und zwar folgendes, ich habe jetzt mal gestern noch mal ein bisschen LP geguckt von Honeyball LP. Und die spielt Wind Waker HD. Und ich weiß jetzt, ich kann trotzdem, also auch heute, dass ich nun abgesammelt habe, kann ich trotzdem noch in den zu den Schatztruhen, ja. Und ich hole mir die Schatztruhen, weil das sind jetzt Glücksamulette. Und ich habe auch noch was entdeckt, und zwar diese komischen Fliegeviecher, die man mit dem Bumerang töten kann. Wenn man die mit dem Endhaken abschießt, bekommt man eine goldene Feder. Ja, das habe ich vorher gar nicht gewusst. Also ich werde, wenn ich diese Dinge sehe, werde ich auf jeden Fall die goldene Feder stipitzen. Das ist nämlich saugeil irgendwie. Ich wusste das vorher gar nicht. Ich werde euch zeigen, die Viecher, wenn wir sie sehen. Dann werde ich euch zeigen und werde euch zeigen, was ich meine. Das sind diese komischen Viecher, die vor dem... Die halt die man halt sieht, wenn man... Ja, ich zeige es euch einfach. Einfach, wenn ich es euch einfach zeige. So, jetzt sind wir hier. Gut. Also ich weiß, wo ich lang muss, Leute. Ja, ich muss einfach in die große Halle noch mal einfach, wo die ist. Und wir müssen die Schatztruhen holen. Und dann werden wir den Endgegner machen. Ich habe zwei Feen, oder? Nein, ich habe gar keine Fee. Okay, ich hole mir noch mal zwei Feen. Die hier. Die hier meine ich. Wenn ich jetzt den Endhaken nehme und so mache, habe ich eine goldene Feder. Ist doch wunderbar, Leute, oder? Ist doch wunderbar. Das mache ich jetzt bei jedem. Also kann ich, also bestimmt schnell 20 goldene Federn. Leute, ich mache jetzt mal einen Versuch, und zwar, ich gehe jetzt mal raus. Und dann wieder rein und dann gucken wir, ob ich dann noch mal goldene Feder bekomme, ja? Mein Chat hat sich doch blöd zum Drücken, hey. Ich habe lieber X und Y. So, ich gehe noch mal rein. Müsste eigentlich wieder da sein, oder? Nein. Okay, dann halt nicht. Ich kann da gerade das haben und dann einfach den Bumerang drauf. Das war's. So. Ich wusste das vorher echt nicht, Leute. Ich habe das gesehen, wie das Honeyball LP gemacht hat, ja? Komm ich in die große Halle? Dafür komme ich in die große Halle. Ich will. Das haben wir schon gemacht, da brauchen wir nicht mehr machen. Ich will in die große Halle, verdammt! Ja, genau, dort wollte ich hin. Ich muss darüber, Leute. Nicht dahin, darüber. Da komme ich nämlich hin. Ah ja. Oder genau. Ah. Ich habe das gewählt, ich muss in die Tür rein, wo die Nuss davor liegt. Dort, und dort liegt die Nuss davor. Also muss ich da auch herein. Ja. Und ich zeige euch dann, wie ich da hinkomme, Leute, ja. Das habe ich auch bei Honeyball gesehen. Ich habe ganz viele Honeyball gesehen. Ich habe gesehen, bei der, wie mir das mit diesem Ding macht, wo die Bombe um das Loch reinwerfen muss. Ich weiß jetzt auch, wie man, hey, gib mir deine goldene Feder. Dann eben nicht. Und ich habe auch bei ihr gesehen, wie man den Fahrstuhlweg, wenn man dieses Loch, die Bombe in das Loch hören kann. Hat sie mir auch gezeigt, ja. Ich auch bei ihr gesehen.
Hier hat's geklappt. Und dann schieße ich ihn ab. Okay, hier rein. So, jetzt müssen wir... Moment mal. Okay, jetzt müssen wir... So, hier haben wir Planta Humpa. Komm, komm. Wie komme ich nämlich weiter jetzt? Das weiß ich jetzt. Irgendwo so ein Ding, wo ich mich dranhangeln kann. Okay, da muss ich noch mal eins raufgehen. Ja, hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Hier sind nochmal zwei schöne goldene Federn. Wollte ich eigentlich nicht, ja. Gut. Wie viele Goldfäden habe ich denn jetzt überhaupt schon? 8. Gut. Wenn wir 20 haben, dann können wir diesen Typen geben. So, jetzt irgendwo hier müsste... Hier. Hier oben, seht ihr? Da kann man jetzt dran. Dann komme ich nämlich hoch und dann kann ich mir auch diese beiden Schatzen noch holen, ja. Hier rauf. Und hier ran. Genau. So, jetzt hier rauf. Genau. Hier rauf. Hier rauf? Oh, das war knapp, Leute. Und jetzt? Hier hin! Nein! Nein! Oh, wie gemein! Wie gemein! Wie gemein! Wie gemein! Wie gemein! Aber ich habe einen vergessen. Den Raum davor. Okay. Die hole ich mir auch noch. Ich hole mir erstmal die. Das ist nämlich ein Glücksamulett. Und die andere ist auch ein Glücksamulett, ja? Ich will die haben, Leute. Ich will die Glücksamulette haben. Es geht zwar... Ich bin zwar ein Bett, die Hände da... Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Es gibt zwar mehr Glücksamulette, wie man braucht. Aber ich will es einfach haben, Leute. Ja, ich hab... Weil ich hab nämlich... Ich hab ziemlich... Also nicht Schiss zum Endgegner, aber ich hab keinen Bock auf den Endgegner. Ich hasse diesen Endgegner. Ich wünschte, ich müsste ihn nicht machen, ja. Aber... Ich muss ihn da machen. Ich habe schon erzählt, dass er einer der schwersten Endgegner, die es in dem Spiel gibt, ja. Ohne Scheiß. Immer so knapp, hey. Immer so knapp. Jetzt Link, bitte. Bitte, Link. Schaff es, bitte. Schaff es! Jawohl! Gut, endlich. Ja, ich plan Düsseldorf so anders. Da muss es diese Lehrerin geben. Wir sind ein Stück Land. Die Lehrerin ist da drin. Und da müssen wir auch später, ganz später hin, wenn wir alle Diamonds haben. Wenn wir den Turm der Götter geschafft haben. Ich muss eins zurück. Hier. Oder? Bin ich ja richtig? Ja, ich weiß auch, wo die Schatz ist, Leute. Ich habe sie nämlich übersehen einfach.
Und zwar steht sich hier, hier seht ihr sie, Leute. Da vorne steht, ich habe sie nur vergessen mitzunehmen, ja. Komme ich da mit dem Blatt einfach rüber, oder? Also normalerweise schon, weil anders komme ich da gar nicht hin, oder? Müsste klappen. Jawohl! Sind jetzt zwei Glücksamulette, Leute. Zwei Glücksamulette. So, jetzt werden wir einfach, weil es einfacher ist, werden wir jetzt einfach Start drücken. Speichern. Speichern, ja. Abgeschlossen. Fortsetzen. Nein. Aber wir machen natürlich sofort weiter. Wir machen nämlich so, wir werden nämlich jetzt noch einfach nochmal reingehen. Das Spiel. Jetzt sind wir hier am Anfang des Dungeons. Jetzt können wir einfach diesen Topf hier benutzen. Haben wir ein bisschen Schleim. Und habe ich den Schleim überhaupt von diesen Dingern? 18. Okay. Einfach nur stehen wir ein bisschen hochkommen, Leute. Hinwerfen bringt überhaupt nichts. Okay, man könnte mit dem Bumerang, mit dem Bumerang könnte man sie, betäuben, ja. Wenn sie oben sind. So, die Fee ist hier drin. So. Flasche. Flasche. So, Spiel Nummer 1. Nee, sie davon, dass sie von den okay. Das war Spiel Nummer 1. So, jetzt nehmen wir... Also an den Boomerang auf jeden Fall bei dem Scheiß kommen. Nochmal zurück. Nochmal zurück. Dann... Dann noch mal rein, die Nummer 2 holen, Leute, und dann gehen wir zum Boss. Wenn sie nach hingehen und reinlaufen, dann fliegen sie uns rum und heilen uns, was wir auch noch mal machen. Ich bin schon mit vollem Herzen reingehen, Leute, ja. Also noch mal zurück, dreimal das Ganze. Also noch was, Leute, und zwar mache ich jetzt voll, jetzt geht's noch mal kurz raus. Und hol mir auch von diesen drei Dingern, die da rumfliegen, auch mal Federn. Goldene Federn, ja. Da habe ich auch, das sind nämlich auch drei da vor der Tür. Da müssen auch, die müssen auch goldene Federn haben. Tja, nun, wie komme ich da, wie komme ich da hin? Oder sehen die mich nicht? Diese beiden Damen, ich sehe mich nicht irgendwie. Kann ich auch nicht sehen, aber es bringt mir nichts.
Ich will so die goldenen Federn haben, Mann! Kommt doch her zu mir! Ist es näher, gekommen, Leute? Leute, kommt es näher oder täuscht es nur? Warum seht ihr mich denn nicht? Seht ihr mich denn nicht oder so? Ach, ich sehe mich nicht. Schade. Naja. Kann man nichts machen. Aber ich kriege bestimmt noch 20 goldene Federn zusammen, Leute. Auf jeden Fall. Ja, nein, so. Jetzt gehen wir zum Endgegner. Ich habe keine Lust, ich habe echt keine Lust zum Endgegner. Der ist nämlich scheiße schwer. Und ich kann nicht versprechen, dass ich am ersten Mal gleich schaffe, ja. Ich hab echt keine Lust, ich hab null Bock auf diesen scheiß Endgegner. Oh Mann. Ich muss erst mal sammeln. Wer, wenn wer kennt und noch weiß, was der Endgegner in seinem Dungeon ist, der wird noch ganz böse Erinnerungen angehaben. Ich kann euch das zwar sagen, und zwar folgendes. Er hat... Ja, ihr seht ihn ja gleich. Ich zeige ihn euch einfach, ja. Okay, auf zum Endgegner. Das ist mein Chorus. Das ist der Hauptgegner. Den müssen wir hauen. Das sind die Tentakel. Die müssen wir alle... Die hängen am... Das sind ganz, ganz viele Tentakel, ja? Und die müssen wir alle abschießen, damit wir ihn überhaupt angreifen können. Ja? Und das Schlimme ist, Leute, wir müssen da in Bewegung bleiben eigentlich. Und das Schlimme ist, die Tentakel bauen sich alle wieder auf, ja? Also müssen wir schnell sein. Seite hier. Jawohl, geh auf! Und das müssen wir hauen, Leute. Das sollte eigentlich nicht passieren, das war jetzt Absicht. Das müssen wir so lange machen, Leute, bis er endlich tot ist, ja? So, geh auf! Oh, ich dachte, ich wäre tot, scheiße! Naja, ist egal, ich habe ja noch... Ich habe noch zwei Feen, Leute, ist alles noch okay. Ich habe immer noch zwei Feen. Lass ich erst mal absäbeln. Dann nochmal zwei absäbeln. Wo muss ich hin? Mann, ich hab...
Scheiße, er baut sich schon wieder auf. Scheiße, Leute. Ja, ich muss von vorne fangen. Wo denn? Und ich sehe das immer nicht, wo ich noch anlegen muss. Da ist noch einer oder so. Nein! Jawohl! Komm, geh auf! Nein, 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 nein! Er ist tot! Ich habe ihn schon! Boah, Leute, geil, ich habe ihn schon! Leute, das war jetzt aber echt einfach. So schnell hatte ich den noch nie. Leute, das war ja voll einfach. Leute, so schnell hatte ich den noch nie. Was du bist, der mich gerettet hat, werter Freund? Ich danke dir vielmals. Als mir schwarz vor Augen wurde, da dachte ich, meine letzte Stunde hätte geschlagen. Aber wie bist du nur bisher gekommen, werter Freund? Was, ein Dekoblatt? Aber ja doch, heute ist doch der Tag der alljährlichen Zeremonie. Wir dürfen hier keine Zeit verschwenden. Wir müssen schnell von hier entkommen. Ich habe alles, Leute, oder? Ja. Lass das jetzt sein. Was dein Herz hat gefunden, aber hört sich die Energie um ein. So sich für deine Herz hat sich wieder voll schnell aufgefüllt. Lass uns schnell von hier entkommen. Oh Leute, so schnell habe ich die noch nie geschafft. Das war ja voll einfach. Also ich habe damit nicht lang gemacht, diesen Engländer. Ich habe ihn ein paar Mal machen müssen, ja. Das könnt ihr mir echt glauben, Leute. Könnt ihr mir echt glauben. Oh, Makorus, du bist wohl auf zurückgekehrt. Es tut mir also leid, Dekobaum. Ich weiß, du hast uns immer und immer wieder gewarnt, aber ich war taub. Gräme dich nicht mehr, Makorus. Das nächste Mal wirst du vorsichtiger sein. Was denn, das hast du wirklich gut gemacht. Nimm dies hier als dein Zeichen meines Dankes an. Ich gebe dir, was ich dir versprochen habe. Du hast verrohtes Dämon erhalten, denn du hast ihn vom Dekobaum, den Terrahüter, überreicht bekommen. Ich bete, dass dieser Dämon dir den Weg zu einem guten Schicksal weisen wird. Aber, Makoros, so weine doch nicht mehr. Trockne deine Tränen und erfreue uns wie immer mit deinem fröhlichen Spiel. Du hast recht, wir müssen umgehend in der Zeremonie beginnen. Tut mir leid, dass ich euch alle habe warten lassen, also dann beginnen wir. Werter Freund Bastian, ich werde mir heute besonders viel Mühe bei meinem Spiel geben, um mich dir erkenntlich zu zeigen. Ich hoffe, du findest an dem Konzert gefallen. Dekobaum, auch dieses Jahr gibt es wieder eine ganz vorzügliche Saat. Mit Hilfe dieser Saat können wir wieder prachtvolle Wälder heranwachsen lassen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Bis dann und leb wohl.
Und dir auch alles Gute, werter Freund. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Die Crocs fliegen jedes Jahr nach Beendigung und Zeremonie in die weite Welt hinaus und pflanzen überall Samen, um prächtige Wälder gedeihen zu lassen. Die Wälder machen aus den kleinen Inseln große Inseln und eines Tages werden alle Inseln eins, dann werden sie zu einem Kontinent zusammenwachsen. Die Menschen werden also dann alle zu einem Volk und helfen sich gegenseitig, unsere Welt in eine bessere zu verwandeln. Das ist der Traum, den ich habe. Aber derjenige, den du nachjagst, versucht es zu verhindern. Bastian, dein Schicksal entscheidet bald über das Schicksal unserer ganzen Welt. Sei rein Herzens und schreite tapfer voran. Ich danke dir wirklich für alles, Bastian. Mir hat dir das Konzert gefallen. Wie war mein Spiel? Dieses Instrument hat mir den Dekobam geschenkt, als ich geboren wurde. Es scheint früher einen Menschen gehört zu haben und es hat viel Übung bedurft, bis jetzt so gut war, wie ich es jetzt bin. Eine Geige. Wer hat eine Geige gehabt, bitte? Hat irgendjemand eine Geige gehabt im Antennenspiel? Doch. Es gab mal eine Geige in Island of Cuckoo. Da haben wir das war ein Musikinstrument, was man bekommen hat. Im ersten Dungeon gegen den Wurm hat man eine Geige bekommen, ganz am Anfang. Aber es hat, ich habe keinen Menschen mehr, keine Ahnung. Unsere anderen 8 Freunde haben sich alle auf Reisen begeben, um neue Wälder zu züchten. Aber ich und der Alchemist Pyanus bleiben auf dieser Insel. Du bist uns jederzeit willkommen. Ich würde mich sehr freuen. Okay. Jetzt haben wir den Dämon. Leute, jetzt gehen wir raus. Jetzt haben wir hier alles erledigt. Da haben wir noch einen Dämon, dann haben wir es. Noch einen Dämon. Und dann haben wir es. Dann zurück. Zurück. Oh, der wackelt. Da krieg ich, wenn der wackelt, heißt das, ich habe einen Brief. Ja. Guten Abend. Ich habe einen Brief für Bastian. Hier ist der erste Brief. Lieber Bastian, die Tatsache, dass du diesen Brief mit deinen Händen hältst und liest, bedeutet, dass du Gebrauch von unseren Briefkästen machst. Wir stehen wirklich tief in deiner Schuld. Ich entschuldige mich aufrichtig dafür, dass wir keine Gelegenheit hatten, dir unsere Dankgebühren auszudrücken. Wir können leider nicht viel für dich tun, aber falls jemand einen Brief oder eine Postin schickt, werden wir dafür sorgen, dass du die Sachen in einem Briefkasten in deiner Nähe empfangen nehmen kannst. Sollte der Briefkasten also unglücklich herumzappeln, wirf doch bitte einen Blick hinein. Ich bin mir sicher, du hast noch eine lange Reise vor dir. Ich habe den Brief eine Kleinigkeit für dich beleidigt und hoffe, dass es dir nützen wird. Bitte nimm es als kleines Dankeschön an. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich dich wieder bei uns begrüßen kann. Ich wünsche dir alles nur erdenklich Gutes für deine Reise. Gezeichnet Komodis Vater. Ein Herzteil! Cool! Also Leute, zwei dahin, noch zwei im Sinn, also findet noch zwei, damit ihr Energie um eins. Also wenn ihr herumzappelt, kann ich da was, ja dann ist was drin für mich. Dann wurde diese Insel also auch von keinem überfallen. Er wird doch nicht im Begriff sein, seine Macht wieder erstarken zu lassen. Was der letzte Dämon verfügt sich nordwestlich von hier. Verliere keinen Teil, setze sofort Kurs. Nordwestlich. Also wir müssen jetzt... Hierhin? Also der letzte ist bei Präludien, Leute. Das weiß ich. Ja, wir müssen jetzt dorthin. Ich weiß auch warum. Also wir fahren hier mal nach. Wir fahren jetzt so rüber, Leute. Dann nehmen wir hier die ganzen Fische auf. Und dann hier, ja. Also wir brauchen Westen. Wir brauchen Westwind.
Nicht kennt. So, dann fliegen wir nämlich hier lang. Also wir fahren dann jetzt hier lang. Und dann ist alles okay. Und so. Und ich zeige jetzt was. Und zwar ist es zwar hier. Müssen eine Leiter geben an dieser Insel hier. Hier ist eine Leiter, Leute, ja. Die könnten wir rauf. In dieser Insel wäre dann was drin. Und zwar wäre dort vorne, und zwar da kann man sich mit einem Game Boy Advance verbinden, ja. Das ist aber eine andere Geschichte. Könnt ihr mal nachlesen. Ich brauche jetzt Futter. Schon mal. Für den nächsten Fisch, der jetzt kommt. Ich nehme jetzt diese Gebiete gleich mit auf dem Weg. Bei diesen Fischen. Ja. Jetzt muss ich ja den nächsten Fisch gleich sehen. Wie schon im nächsten Ding. Wir gucken mal, wo er ist. Ja, das ist diese Insel, wo ich, diese Altinsel ist das. Da müsste es immer ein Fisch sein. Da ist ein Schatz. Ist das leuchtet? Wo ist der Fisch, Leute? Ich sehe ihn nicht, Leute. Seht ihr ihn? Also ich sehe ihn gerade nicht. Leute, ich sehe ihn nicht. Wo ist er denn? Hä? Leute, wo ist denn der Fisch? Gott, ich habe ihn gesehen. Hier. Ja, komm. Ich bin schon da. Anhalten. Futter. Hey Jungchen, ich weiß Bescheid über dich. Du hättest dir genug gerne eine Sicherheit eingesendet. Und so eine nützliche Information, was? Weil dann fand man es jetzt. Finninsel. In diesem entsetzlich kalten Gletscher soll ein sauerer Schatz schlummern. Dumm ist nur, dass man sich beim Versuch ihn zu holen nicht nur einen Zerfrostmann holt, sondern wohl gänzlich als Eiszapfen endet. Aber vier Regionen im Norden und drei Regionen im Westen von hier sollte es einen Fakt zu finden geben, den man einfach alles schmelzen kann. Was solltest du dir vielleicht besorgen? Das wäre soweit von mir. Falls du die Information einmal haben willst, neck es den Plan, bla bla bla. Brauchen wir nicht, ich weiß ja, was ich da bekomme. So. Wir können dann beim nächsten Teilhändler mal wieder einmal Futter kaufen. Ja, jetzt fahren wir weiter. In die nächste Region. Und schauen, was sie da bekommen. Gewitter. Ich finde es gut, dass sie hier Ding eingezeichnet haben. Wetterdinger. Nicht gut. Ein Schatz. Ich möchte aber eigentlich das einteilen haben. Es gibt für jeden Ding ein Ding, wo man einteilen kann, bevor der erste Spieler. Ich habe ihn gesehen. Die Dinger schießen auf mich. Wenn die böse sind. Nicht weit weg, Leute. Ich glaube, das ist schon der nächste, oder? Für das Feen-Ding. Keine Ahnung, Leute, ich weiß es nicht. Eva, dass sie ein Feen.
Das ist für das Feeding, oder? Das ist schon viel zu spät ist. Das geht alles zu viel. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Nehmt euch alles mit, Leute. Bla bla bla. So. Nächstes. Ja, ist noch das okay. Südliches Feenkordial. Es gibt südlich, nördlich, westen, östlich. Es gibt viel von diesen Dingern. Ich verrate jetzt mal was, Jungchen. Unter den schwarzen Erdstellen auf Flügeln liegt so mancher Schatz. Wenn du mir nicht glaubst, dann grab doch selber mal. Das wär's halt von mir. Na, Schatz, nee, ich bin blau. Und da fahren wir jetzt kurz mal hin zu diesem Feen-Ding, ja. Weil, bei denen nämlich Feen, ja, und diesen Feen geben mir was. Ich kann aber im Moment noch nicht in alle Feen-Dinger rein. Ja. Diese Feen geben mir entweder, jetzt ein größeren Geldbeutel oder sonst irgendwas, ja. Immer andere Sachen geben die mir, ja. Diese Dinger sind sehr böse, weil die sind nämlich voller Blitze. Wenn ich da drauf hau, bin ich tot. Hier ist aber ganz selten die blauen. Das blaue Slime sind die Bosche auf dem Bord. Das Blaue enthält viele wertvolle Bestandteile, die eine wundersame Gesamtwerbung. Ja, das ist das gleiche. Das Blaue kann ich auch an diesen Typen verkaufen. Da macht ihr blaues Elixier, das was ich auch im Tantube mit diesem Tanta Granda bekomme, ja. Genau dasselbe. Und wie komme ich hier rein, Leute? Das müsste normalerweise irgendwie gehen. Oder brauche ich da erst Feuerpfeile? Ja, Feuerpfeile gibt es ja auch, Leute. Feuerpfeile gibt es nämlich auch. Komme ich so nicht rein, da brauche ich irgendwie... Und ich glaube, da komme ich noch nicht rein. Mann, ich versuche mal was. Nee, komme ich noch nicht rein. Shit. Da brauche ich das Feuerpfeil oder irgend sowas. Und ich komme mal schon rein und weiß es jetzt nur nicht. Ja, nicht gehen, komm davon weiter. Umdrehen, 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 umdrehen. Nein, nein! Ach Gott! Wenn ihr versucht, diese Insel, wo wir hin müssen, und dann speichern wir. Und dann machen wir einen kurzen Cut. Das ist alles so lang mit hier. Und schon in der Nacht, wie ihr seht. Ja, wenn Möwen über meinem Schiff fliegen, hier, das ist der böse Wirbelsturm, das soll uns fernhalten. Das ist nämlich der Gott, der uns böse, der böse ist, ja. Und das ist so bei dem, und zwar ist es so bei dem, wenn er uns erwischt, haben wir ein Problem, ja. Aber ich sehe den Fisch gar nicht, Leute. Ich muss nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Also, der Wirbelsturm erwischt mich. Er darf mich auf keinen Fall erwischen, diese Wirbelsturm, sonst habe ich ein Problem. Ja, da vorne springt er, ja. Ich kann die Wirbelsturm für mich nutzen, aber erst... wenn ich Pfeile habe. So kann ich dem nämlich nichts anhaben. Ich konnte sagen, wir sollen uns von diesem Ding fernhalten, ja, was wir machen. Ja,
können ja mal reinfahren, Leute, können euch sagen, was da passiert, aber das machen wir jetzt nicht. Ja. Nicht böse, was da passiert. Ich bin schon da. Aber geil ist auch, wenn wir am Ende der Map fahren und rausfahren wollen, sagt er, es ist gefährlich, hier weiter aus mir voraus hinaus zu denken. Hey Jüngchen, ich weiß Bescheid, bla 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 bla. Haifischinsel. Ja, das ist ein Haifisch aussieht. Wurdest du schon mal von einem Wirbelsturm in die Luft geschleudert, Jüngchen? Dieser Gott namens Zeitus, der über den Wirbelsturm befinden soll, kann sich damit augenblicklich von Ort zu Ort wirbeln. Damit könntest du dir wohl so manchen langweiligen Boots besparen und deine Leiter etwas effizienter gestalten, was? Aber diesen windigen Gesellen kommst du nur bei, wenn du irgendeine Waffe hast, mit der du aus dem Entfernungsschiff was verpassen kannst. Kannst du mir folgen? Das wär's wert von mir. Ja. Wird der Wirbelsturm jetzt wieder weg? Ist weg. Oh, hier ist er. Das ist die Haifischinsel, Leute, weil es wie ein Haifisch aussieht. Da gibt es auch viele, viele Schätze, wie ihr seht, ja. Aber was bringt es denn überhaupt nichts? Wir müssen jetzt nämlich weiter. Nach vorne schon der nächste Fisch, Leute, wie wir sind. Da sind Terry hin, Leute. Die sind Terry, jetzt fahren wir zu. Ne, wir fahren zuerst mit dem Fisch. Und da haben wir den nur noch zwei Futter schon weg. Am Terry-Händler können wir uns dann wieder aufladen. Was sind Crocs, Leute? Die Crocs sind auf vielen Inseln, weil die sagen nämlich, ja, die Baum sind verdörrt und so. Das zeige ich euch, Leute, was man da... Da kann man auch ein Herz ergattern. Das ist aber sau schwer, Leute, ein Herz zu finden. Das ist dasselbe! Das ist dasselbe! Das war dasselbe! Also ein Tenhänder bin ich. Irgendwo hat diese Antenne, der verkauft ganz tolle Sachen. Und zwar verkauft er eine Flasche unter anderem. Und er hat... Und er hat doch hier Tennyhändler. Ich will das kaufen, Tenny, bleib stehen! Na, jetzt sind wir genau im Gegenwind. Bleib doch stehen, Tennyhändler, ich will doch was kaufen. Bleib doch hier! Stehen geblieben, oder? Ja, stehen geblieben. Okay. Und kann man nicht zwei Futter, Leute, weil... Bleib stehen! Boah! Weil unsere Punkte haben umso besser, denn das. Der hat nur blaue Lose Elixier, oder was? Ja. Fahrsignal, die volle Lüge, oder was? Leider kann ich nicht sagen, wann man irgendwie an Bomben reinkommt. Weiß ich, was für ein Schütz da immer schuld. Ja, ja. Bomben, Pfeile gibt es doch nicht, weil du keinen Bogen hast. Und Bomben hat er auch nicht, weil die Preise noch so hoch sind, weil dieser Mann daran schuld ist, ja. Ihr wisst ja, ist da, die Preise sind doch zu teuer. Jetzt zeige ich euch das mit diesem Krux, was da los ist. Ja. Und zwar folgendes. Ich habe mal Zeit, Leute. Und zwar ist es so... Hier. Lange nicht mehr gesehen wird davon. Wie ist es dir ergangen? Ich bin auf diese Insel gekommen, um die Stadt des Dinkelbaums zu sehen. Aber sie selbst. Normalerweise schießt die dann tropischen Bäume nur so in die Höhe. Doch wie du sehen kannst, ist er völlig verdorrt. Ich fürchte, dass die tropischen Bäume meiner Freundin sind ebenfalls verdorrt. Aus irgendeinem Grund scheint die dann tropischen Bäume aus der diesen Saat nicht zu wachsen, sondern allen zu verdorren. Was sollen wir bloß machen, wenn es uns nicht gelingt, die Bäume zum Wachsen zu bringen, wird der Dinkelbaum verdorren. Wenn ich nur Wasser aus der Truppe hätte, dann könnte ich damit vielleicht diesen Baum hier retten. Das Wasser dort ist nämlich der Quell des Lebens für den Dinkelbaum. Werter Freund, bitte bring mir Wasser aus dem Wald Tantubas, betreffe damit diesen tantubischen Baum. Ich bitte dich wirklich inständig.
Also Leute, wir haben dann, wie wir finden können, vieles nach Osten. Es ist so, es gibt auf jeder Insel, oder fast auf jeder Insel, sind diese tropischen Bäume, ja. Und das heißt, Tantopia, wir hatten nur 20 Minuten, also sobald wir aus Tantopia rausgehen, wird sich Tantopia waschen normales Wasser, ja. Wir müssen... Keine Ahnung, was das gemacht hat. Wir müssen das Wasser mit 20 Minuten lang typisches Wasser. Nach 20 Minuten wird es normales Wasser. Wir müssen damit alle Beträufe, die wir schalten auf diese Insel, müssen alle gedrückt werden. Und das Ganze muss auch noch schnell verstanden gehen. Wenn meine Warnung nicht befolgt, dann stimmt es ungewiss. Profit es wie Profit. Ja, das hier kann ich nicht machen, dafür brauche ich einen Hammer. Ja. Dann, hier ist ein Schalter, hier ist ein Schalter, da ist ein, das Ding ist ein Schalter, dieses Ding und noch irgendwo ist ein Schalter. Da hinten, oder, dieses Ding. Ja, da auch noch. Kann ich auch noch einen Hammer machen. Bis dann tot bin ich, habe ich nie geschafft, also es ist nicht... Es ist nicht notwendig, es zu schaffen, ja. Es ist nicht notwendig, es unbedingt zu schaffen. Ist aber nicht falsch. Und dann kommen wir dann auch ein Herzteil, ja. Dasselbe, oder? Ja, dasselbe. Falls noch mal weiter, Leute. Also es gibt, irgendwo gibt es eine große, böse Krake, die kommt raus. Und diese Krake hat eine Fee gefangen. Wenn wir die Krake töten, bekommen diese Fee eine längere Magieleiste geschenkt, ja. Ich hätte in den Zeller Wiki geguckt, Leute, ein bisschen geguckt, wo ich so Sachen finde, wie Fotobox oder so, habe ich geguckt, wo ich die finde, oder wo ich... so Sachen finde wie gibt es denn noch so, ja, wo die Krake ist, der hat einen bestimmten Platz, dann wo also Sachen dann, wo man sie halt finden kann, ja. Das sind Haie, Leute. Sind auch ziemlich böse. Wie können wir den Boot herausstoßen, Leute? Das kann auch nicht sein. Aber auch der Fisch, das lassen wir uns einzeichnen. Das müsste ein Riff sein, sagt er mir jetzt. Ich brauche Futter. So Leute, wir fahren auf diese Insel und dann machen wir auf jeden Fall einen Cut. Ja. Damit der Part nicht zu lang ist, ist schon bestimmt zu lang. Hey Jungchen, bla bla bla. Fünf Augenriff. In dem Wald oben auf Pelude in der Insel, der südlich von hier liegt, soll früher eine riesenlose Fee gelebt haben. Inzwischen ist die Feenquelle aber ausgetrocknet und aus einer Ruine soll da nicht mehr viel sein, sagt man. Aber stell dir vor, was das für eine Überraschung wäre, wenn er tatsächlich noch eine Fee hausen würde. Das wäre es halt von mir. Ja, wenn ich nochmal muss ich Futter schwingen lassen, weil zuletzt sind die Kuh, dass du mir Kästchen plaudern. Oh, ich muss nach Norden. Stopp, 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 stopp. Ich muss zum Norden, sagt er. Wir müssen ja diese Punkte, der auf der Karte blau ist, ja. Doch wir kommen drinnen dem und angeblicherweise.
Leute, ich weiß, dass ich jetzt euch spoiler, aber das ist mir ziemlich egal. Weil, ja, das ist, ich bin einfach so, wie ich bin. Wo ist der nächste Fisch? Oh, ich muss einen Fisch finden, Leute. Da vorne ist eine Zieninsel, Leute. Aber hier muss auch noch ein Fisch sein. Da ich dachte, da ist er. Da vorne ist er. Leute, ich sehe ihn da vorne, springt er umher. Was ist hier Tag? Es ist Tag, fast. Da vorne dieses komische, was ist da vorne, dieses, also links, nicht rechts von uns, sondern links von uns. Das ist unser Zielort. Erstmal in diesem Ding da drin, da sind Schiffe, da vorne beschützen das. Okay, was finden, ja. Das machen, also ich mache alles. Also ich habe damals alle Flaschen gehabt, glaube ich. Maximal, glaube ich, 4 Flaschen. Aber die können wir nicht anhaben, weil ich nur mit Bomben zu besiegen. Also wenn wir Bomben haben, können wir, wenn wir die Bombe auf dem Schiff einsetzen, haben wir so, dann haben wir so eine Kanone an Bord, die wir dann schießen können. Und das brauchen wir auch jetzt zuerst, ja. Damit können wir den nächsten Nemo gar nicht holen, wenn wir keine Bomben haben. Hey Jungchen. Ja. Schwimmende Festung, ja, das ist eine schwimmende Festung. Schon mal was vom Piratenkapitän Dreyfus gehört, Jungchen? Jedenfalls soll seine Schatzkarte hinter der Festung versteckt sein. Dürfte aber nicht leicht sein, an die Wand zu kommen. Das wäre es weit von mir. Bla bla bla, okay. Nicht aus dem Boot raus. Das ist die schöne Festung, Leute, die wird bewacht von diesen Kanonenbooten, ja. Den Fisch machen wir auch noch heute. Wenn wir ihn sehen, ja. Diese Fische kann ich mir wieder füttern, die geben mir immer dann noch die teilen das Ding auf meine Ticket ein. Und wenn ich das schon gehabt habe, dann bekomme ich nur eine Information nochmal. Der Fisch ist da drüben. Land in Sicht. Was ist hier geschehen? Ich Tusk. Was ist hier nur geschehen? Die Insel. Sind wir zu spät? Ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet. Aber diese trifft doch gar meine kühnsten Befürchtungen. Auf dieser Insel lebte Jabu, der Hüter des Wassers. Aber so wie sich die Dinge darstellen, können wir nur mehr bangen. Hey Bastian! Ein Postbote. Hier bist du also. Ich habe mit dir gesucht. Du suchst doch Jabu, den Hüter, oder? Jabu. Jabu waren wir ja in auf Time, weil wir in Jabus Bauch drin, ja. Damals war ein Level. Nun bedauerlicherweise wirst du ihn hier aber nicht finden. Wirklich ein furchtbarer Anblick, aus diesen Trümmern. Das waren sicherlich diese Ungeheuer aus der vermuteten Bastion. Aber keine Angst, sie hatten es zwar auf Jabu abgesehen, aber er konnte an einen sicheren Ort fliehen, bevor der Angriff auf diese Insel hier begann. Du wirst ganz schön überrascht sein, wenn er dich sagen, wohin er geflohen ist. Auf deine Heimatinsel. Nach Preludien. Aber selbst wenn du nach Preludien fährst, dann wirst du Jabu nicht treffen können. Die Höhle, in die Jabu sich versteckt hält, wird von einer schweren Steinplatte blockiert. Sie macht es unmöglich, von außen hineinzugelangen. Ich dachte, die Piraten waren in der Lage dazu. Verzeih mir, Bastian. Ich dachte, die Piraten wüssten, wo sie sich aufhält. Also habe ich ihnen leichtsinnigerweise alles erzählt. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, aber sie sind sofort nach Preludien aufgebrochen und haben versucht, selber in die Höhle zu gelangen. Letzten Endes war es ihnen aber nicht gemütlich, die Höhle zu betreten, und so fuhren sie nach Portemonnaie. Willst du Jabu treffen, dann solltest du die Piraten im Portemonnaie im Auge behalten. Irgendwie eine unheimliche Insel. Draußen auf See scheint die Sonne, aber hier hängen diese schwarzen Wolken
und reden unaufhörlich. Da fällt mir ein Fall und der mich bat, diese Geschichte mit dir anzutragen, sprach davon, dass diese Insel verflucht sei. Du sollst dich hier nicht zu lange aufhalten. Jedenfalls habe ich dir die Sache mit Java berichtet. Gut, lass uns die Insel noch einzeichnen. Java ist also mal am Leben. Seine Weisheit und sein Gespür, die er im Laufe seines langen Lebens entwickelt hat, haben ihn also gar nicht so übel voraussehen lassen. Hör auf die Worte des Mannes vom Volke der Ohren. Die Piraten wissen etwas über die Höhle und die den großen Chabot Unterschlupf dient. Du sollst zuerst auf Portemonnaie fahren und dann ein wenig das machen wir auch. Zuerst wollen wir wirklich zu diesem Fisch. Und zum Teddyhändler natürlich. Den fangen wir jetzt ab, den Händler. Vielleicht hat der Futter für mich. Fisch müsste, der wusste mein Fisch jetzt nicht. Nein, bleib stehen! Teddy, bleib stehen! Teddy, bleib stehen! Bleib stehen! Hat der vielleicht Futter für mich am Angebot oder nur so ein Rauch wie so ein scheiß Elixier? Ach komm, fick dich. Also hier ist Charlotte, ja, wir können mit dem mitfahren natürlich. Aber erst muss ich den Teddyhändler finden. Hier, auf diesem Floß, müsste normalerweise ein fliegender Händler sein. Aber die fliegenden Händler kommen jetzt später ins Spiel. Ja. Ist immer noch da vorne. Ich will den Fisch haben, tut mir echt leid. Ich will den Fisch haben, es tut mir echt leid, aber ich will ihn haben. Ja, das ist... Oh, ich springt der. Ja, ich bin auch gegenseitig mindestens ein bisschen blöd. Das haben wir gleich. Das ist so nach Portemonnaie, also müsste ich so eine Mission ändern. Das ist so nach Portemonnaie, wenn ich mich erinnere. Richtig erinnere. Portemonnaie werden wir einige Zwischenquests machen, ja. Auf jeden Fall. So. So, jetzt haben wir einen kleinen Cut, Leute. Aber es geht nicht sofort weiter. Herr Jungchen, ich weiß, bla bla bla. Ich Tusk. Komm doch mal nachts hierher, wenn dem Mond links ein kleines Stückchen fehlt. Dann kannst du es sehen. Das weiß er schon mehr. Ah ja. Ich weiß schon, was dann kommt. Ich hab ein Piratenschiff. Ein Geisterschiff. Hier ist Portemonnaie. Nein, Prelude. Was ist ein Portemonnaie? Portemonnaie ist Dracunia. Natopia. Firninsel. Hier ist Portemonnaie. Okay, wir fahren jetzt. Wir müssen nach Norden. Zwei rauf. Und dann nach Osten. Okay. Also wieder Lied. Wenn da ein bisschen die Seekarte auch denken, Leute. Ja, das können wir noch machen. Dann erstmal nach Norden. So, wieder Futter. Was macht, Leute? Wir fahren jetzt zwei Stücke nach oben und dann machen dann weiter. So, aber hier werden wir nicht den Part. Es geht aber sofort weiter, Leute. Ich werde keine Pause machen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Und wie immer, nicht vergessen, das Video kommentieren, teilen und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.